So, hi Leute. Jetzt will ich euch mal noch das zweite Ganso, wo ich mal besorgt habe, zeige. Das ist das G717 Y. Was ist hier verstriche Woche? Kennplan. Hier haben wir noch so richtiges Oldschool Ganso. Mit dem alten Müllsack. Also ich habe etliche Sektor davon, wenn die einer braucht, gell, sagt's mir. Ich kann euch ein paar rumschicken. Ich habe so circa 30 in der Schublade. So, ist das coole Teil. Guck, was uns mal. Geile Groove G10 Schale. Abgerundeter Klingerücke, Axis Lock, Daumen Pins, der Standard Clip. Ne, der ist ein bisschen anders wie die andere. Sehe ich gerade, den kann man auch versetzen, rechts, links. Ja, gehen wir mal wieder so die technische Daten durch. Wie immer das Gleiche, ne? Also, das gleiche System. Hier ist nicht so gut. Ach, das Messer hat hier 12 cm. Wir gucken diesmal gleich, wie dick die Teile hier sind. 17,5. Packe mal das Ding mal auf. Ach, das ist noch ein bisschen hart eingestellt. Bisschen sehr hat, aber es hat ja auch noch kein Tropfen Öl und gar nichts abkriegt. So geöffnet. Ach, das ist ein schickes Messer. Wir machen es aber noch mal zu, weil wir müssen uns den Klingenstand noch angucken. Der ist auch hervorragend. Ja, da gucken wir uns mal die Gesamtlänge an von dem hübschen Teil. Sind wir bei 20,7. Ja, 20,7 Zentimeter. Gucken wir mal nur die Klingen. 8,5. Nicht ganz so groß. Wir haben hier eine Höhe. Das ist nicht, ach, nicht gut, ach, nicht viel. 2,4. Zentimeter natürlich. Mir eine Klingenstärke von 3,43 Millimeter. Ja. Beschriftung. Coole Stonewash klingen, muss ich übrigens sagen. Echt geil, der Stonewash hier. Ganso Logo. G717. 440C Stahl. Habe ich was vergessen? Verschluss ist ein Axis Lock. Ah, das läuft noch nicht ganz rund, das Ding. Da muss ich noch ein bisschen drauf rumspielen und das Ei spielen. Aber das kommt. Wir gucken uns noch an, was das Teil wiegt. Gramm. Gucken wir mal innen rein. Hier. Ich sehe das. Die Liner sind absolut nett ausgefräst. Da hat man halt ein bisschen mehr gewischt. Dann in der Hand. Apropos Hand. Das Mini-Chimping hier ist lächerlich. Die
Handlage aber an sich ist ganz gut. Außer dass mich der Clip wieder ein bisschen stört. Würde ich jetzt das Messer im längeren Einsatz haben, würde ich mir den Clip hier garantiert abschrauben. Wollte ich mal schon sehr lang holen, das Messer. Ich bin aber nie dazu gekommen. Ich hatte es mal in Schwarz bestellt. Dann kam irgendwann nach Wochen eine Meldung von Gearbest, dass es nicht mehr zu liefern. Statt sie mir einfach das geschickt hätten, sie mir das Geld gut geschrieben. Ja. Jetzt müssen wir natürlich noch obligatorische Papiertest mache, weil der gehört ja zu einer guten Messervorstellung dazu. Oh, wie das Arme in der Kirche. Das ist übrigens wieder mein Recycle-Papier. Das ist echt grobfaserig. Ich würde sagen, das Messer ist scharf, aber so ein paar hakelige Stellen drin, wo ich jetzt nicht weiß, wieso. Spüre hier mal nichts. Papiertest ist aber bestanden. Mal zum anderen Praxistest. Wir schneiden uns, oder ich schneide mir mal hier ein paar Stücke vom Baguette ab. Baguette ist noch sehr frisch, aber ziemlich knusprig gebacken. Es riecht wundervoll. Ah, riecht mo. Sehr gut. Guck mal, die Spitze vom Messer hier ist ziemlich. Also spitz, ja. Die Spitze vom Messer ist spitz. Klinge ist sehr spitz, wollte ich sagen. Ah, man kann bestimmt ein bisschen Butter schmieren. Das geht. Es gibt bestimmt Messer, die das besser können. Jetzt nicht Motze. Zu viel Butter ist nicht gesund. Also los an was. Dann öffnen wir mal eine Käsepackung. Schneiden uns ein Stück Käse ab. Und der Käse war hier gefroren. Wenn ich, ja, da muss ich definitiv ein Stück wegschneiden. Der ist hier gefroren. Wenn ich in meinem Kühlschrank das Zeug zu weit hinschiebe, friert es. Aber ist auch nicht schlimm. Käse ist jetzt nicht unbedingt ein harter Gegenstand. Das Messer, ach, null Problem, klar.
Welches Messer kann schon Ken Keyes schneiden? Das soll jetzt keine Demonstration sein. Das ist nur, weil ich das gern esse und ich jetzt Hunger habe. Als nächstes schneiden wir uns doch mal so ein Stück Salatgurk ab. Ach, das riecht hellisch. Jetzt können wir uns schon wieder. Das Teil hat übrigens einen Flachschliff, aber nicht ganz durchgezogen. Hier ist noch so eine kleine Linie. Man kann es schneiden. Man merkt aber ab jetzt hier, da will dann die Spaltwirkung die Gurke nicht mehr schneiden, sondern brechen. So. Brauche ich doch glatt ein bisschen Salz drauf. Sehr gut. Was essen wir noch dazu? Wir machen das Tomatentest. Ich nehme das Messer nur hier hin. Und ab hier muss ich ein bisschen dazu drücken. Also das muss ich euch sagen, das Messer macht mal Spaß. Ach, hier muss natürlich etwas Salz drauf. Ach, sehr gut. Wir könnten jetzt noch so eine Paprika schneiden. Aber das sparen wir uns lieber, weil die ist sehr scharf. Die möchte ich jetzt gar nicht essen. Hier nehmen wir so italienische Hartsalami. Die Packung. Überhaupt kein Problem. Ach, sehr gut. Baguette, Salami, Käse, Tomate. Mal probiere. Ja. Also die Salami ist der Hammer. Also ihr seht, das Messer ist, um sich das Abendessen zu machen, echt gut. Frühstück und Mittag geht bestimmt genauso. Hübsches Messer, gut verarbeitet, günstiger Preis. Ich gebe Daumen hoch. Ich mache jetzt Schluss, weil ich möchte hier essen. Und das kommt hinter der Kamera ein bisschen blöd. Die ist mir im Weg.
Macht gut, Leute. Ciao.